Hallöchen, meine lieben Gaming-Freunde und SpongeBob-Fans. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit mir zusammen SpongeBob zu erleben. Was macht ihr da für Grimassen? Lass das. Du, ihr macht nur Unsinn, ne? Schon wieder. Naja, egal. Es freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Und wir sind hier meiner Meinung nach fertig. Aber wir können das ja mal überprüfen kurz. Innenstadt von Bikini Bottom. Die goldenen Pfannwender sind die, die wir schon bekommen haben. Und die silbernen, würde ich jetzt mal behaupten, sind die, die wir noch nicht eingesammelt haben. Aber die möglich wären. So verstehe ich das. Die wir schon mal entdeckt haben oder irgendwie so. Und am Ende der Straße soll einer sein. Dann gucken wir mal. Wir schauen mal, was so am Ende der Straßen wir so finden. Denn es gibt mehrere Straßen. Komm mit der Lenkseifenblase zurück. Ja, haben wir noch nicht. Müssten wir trotzdem zurückkommen. Okay, um das zu komplettieren. Und zwei Socken fehlen uns noch. Okay, dann wissen wir Bescheid. Und ein Steuerrad habe ich gesehen. Stimmt, und ein Steuerrad. Irgendwo versteckt sich noch eins. Aber egal, runter von den Dächern. Jetzt geht's wieder zurück zur Innenstadt, also nach unten. Denn wir sind ja in der Innenstadt. Aber es heißt halt so. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, und da sind wir. Und am besten wäre meiner Meinung nach, mit Sandy hier rumzulaufen. Denn dies, was das angeht, agiler Flotter. Da ist ein Steuerrad. Ach, das haben wir noch nicht eingesammelt. Ach so. Also haben wir schon. Aber wie schon erwähnt, ich habe nicht gespeichert. Und das habe ich noch nicht wiederholt. Okay. Dann haben wir das Steuerrad gefunden, was uns fehlte. Ja, dann einmal wechseln. Und hopp. Hoppala. Hier. Rum. So, ho, ho. Okay. Wir müssten wieder nach oben, ne? Ja, und das schaffen wir nur, wenn wir wieder den langen Weg nehmen. Anders geht's ja nicht. Aber das geht schnell. Ja, Flughörnchen. Hurra. Und nebenbei sammeln wir alles, von daher alles gut. Zack und bam und zackig. Ja, yeah. Haja. Läuft doch wie am Schnürchen. Also wie am Lasso. Oben. Genau. Nimm das. Da haben wir jetzt Ruhe. Ach Mensch, jetzt habe ich mich aber verdrückt, ne? Sachen gibt's. Oh, jei. Können wir überhaupt da schnell wieder zurück? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Da waren Kartönchen, also. Blöd ist halt, wenn man rein und raus geht, dass alles wieder von vorne anfängt. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, so ist es nun mal. Kann man nicht ändern. Ach hier, ach. Guck mal. War eh Quatsch. Ich musste gar nicht dahin. Hier. Oh. War Quatsch. So.
Hüpf, hüpf und flick. Hier, so ist richtig, genau. Je glänzender, desto besser. So, weg damit. Da, Patricks Socke. Die habe ich aber schon mal gehabt, ne? Gehe ich mal sehr stark davon aus. Da ist noch eine. Tada. Da ist alle Steuerräder eingesammelt. Wunderbar. Mrs. Puff wird sehr stolz auf uns sein. Wow. Wow, wow, wow. Das hat nicht gereicht. Nein. Juppie. Jups, jups. Oh Mann, nochmal. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber wir versuchen's. Boing. Ja, doch, das ist der richtige Weg. So macht man das und nicht anders. War das am Ende der Straße? Wir überprüfen mal kurz. Ah nee, das war ja die Socke, das war was anderes. Nee, das war noch nicht alles. Ups. Weg, weg. Zurück. Zurück. Hallo? So, jetzt haben wir es. Mensch. So, okay. Yippie, hurra, yeah, yippie, yeah, Schweinebacke. Na, aus welchem Film kam dieser Spruch? Huh, boink. Ups. Haha. Sei mal bombastisch. Oh, Sandy, du bist heute richtig fitter. Voller Elan. Wenn das nicht Sandy Cheeks ist? Ja, richtig. Howdy, Mrs. Puff. Achso, es muss SpongeBob sein? Ja, ne? Weil wir haben 10 Steuerräder. Es muss wohl SpongeBob sein. Ja, dann wechseln wir mal. Sachen gibt's. Ach, je. Es muss texanische was war das nochmal? Ach ja, Barbecue-Soße. Ja, das ist es wahrscheinlich. Jetzt muss ich mal überlegen, weil das vergesse ich gerne. Wo war der Wechsel? Okay, warte mal. Hopp. Hopp. Was für schöne Sachen! Schöne Sachen machen, ja. Klar. Oh, ach schön. Ja. Rams. Weggehämmert. Rams. Also die Qualen mit der Lasso-Technik kann man nicht erledigen, nö. Da muss man schon, selbst rangehen, da mit der Hand. Oder kicken. Bam. So, okay. Los, du Hörnchen. Einmal wechseln. Jetzt mit SpongeBob Schwammkopf zur Mrs. Puff. Ich hoffe, es funktioniert, weil sonst wäre das ein Fehler und ich mag keine Fehler in Games. Ups, Küsschen. Ein Kuss auf die Nuss. So. Pfui, du stinkst. Oh, getroffen, sorry. War nicht mit Absicht. SpongeBob. Ah, okay. Oh, ich bin beeindruckt. Wie hast du
Nun, da waren diese Roboter. Ich habe Sandy getroffen. Der Leuchtturm war... Okay, okay. Entschuldige, dass ich gefragt habe. Hier hast du den versprochenen Gold. Tada! Ja, danke schön. Danke, Mrs. Puff. Nun kann ich bei der Evakuierung helfen. Aber SpongeBob, du hast doch keinen Führerschein. Habe ich nicht? Nein, hast du nicht. Wirst auch nie bekommen. Nein, hast du nicht. Die Augen wackeln. Oh, wenn die SpongeBob sieht, ne, kriegt die direkt schon das Zittern. Und was ist das hier? Ein Büchereiausweis. Ja. Oh. So, Spiel wird gespeichert. Hurra! 19 haben wir jetzt. Ach so. Das war Ende der Straße. Okay. Und komm mit der Lenkseifenblase zurück. Ja, haben wir nicht. Also haben wir hier alles erledigt. Bis auf die Socke. Das weiß ich noch nicht. Ach, Söckchen. Oh. Ja, wir werden durch. Zurück. Nimm das Taxi. Taxi zu diesem Level nehmen? Wir sind schon da, also. Hä? Aber wir probieren das mal aus. Was passiert denn jetzt? Habe ich noch nie gemacht. Wir müssten eigentlich wieder hier landen, einfach. Ach nee, ach so. Ah, okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Also ist hier irgendwo eine Socke versteckt. Aha. Oh nein, bitte nicht. Aber wo ist hier eine Socke versteckt? Gut zu wissen, dass man hier solche, ja, doch Hinweise bekommt. Und ja, es tut mir leid. Und am meisten tut es mir leid. Also, aber wir gucken jetzt, wo eine Socke ist. Vielleicht ist hier eine Socke irgendwo am Schweben. Das hier lasse ich alles in Ruhe, das ist mir egal. Hier sehe ich keine Socke, deswegen ist mir auch das egal. Weg hier. Wo ist die Socke? Ach du heilige Grotze. Weg da. Wie konnte er sich da noch halten? Komisch. Sehr merkwürdig. So, ist hier irgendwo eine Socke? Nee. Oho, ganz schlimm. Mann. Ich bin gezeichnet, was das angeht. Oh, ganz schlimm. Uiuiuiui. Bitte nicht, hör auf. So, aber hier sehe ich auch keine. Na komm. Stinker. Kann man hier irgendwas sehen? Kaputt machen? Ja, ha, Kommelchen. Wir sind auf Sockenjagd. Wo bist du, du letzte Socke? Zeig dich mir. Irgendwo muss sie doch sein. Leute, helft mir. Wo ist die Socke hier? Checkpoint. Komm, machen wir hier auch nochmal. Oh. Das war... ja, das war nicht ganz richtig. Boing. Sorry. So. Ultimative Reistest. Ja. Schön. Und gleich rum ist das. So, und sehe ich hier irgendwo eine Socke fliegen? Nein. Nee.
Hier ist auch keine. Hä? Also. Wo? Sag mir nicht, die ist wirklich hier neben Mr. Krabs. Ja, komm, hier, weg mit dir. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. So. Es gibt weitere goldene Pfannenbänder in der Tiefsee. Pass also auf. Ja. Ja. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Augenblick. Wir speichern mal hier. 19%. Ja, dann speichern wir mal hier. Wir haben ja nicht wirklich viel geschafft. So. Also. Genug. Und die Socke. Ach stimmt, lerne. Ne, hier. Komm mit der Lenkseifenblase zurück. Und ich glaube, das wird eher das sein, ne? Wenn ich so recht überlege. Wir sollen mit einer Lenkseifenblase zurückkommen. Na, weil dann können wir. Augenblick, so. Ist jetzt nur eine Vermutung. Aber ich gehe mal sehr stark davon aus, dass das sein wird. Weil ich bin mir so sicher, dass die Socke hier ist. Aber eben, wir brauchen eine Lenkseifenblase. Und vielleicht ist dort dann der Pfannwender und die Socke. Aber dafür brauchen wir die Lenkseifenblase. Von daher kommen wir ein andermal zurück. Wir haben alles erledigt. Ja, okay. Wir haben alles erledigt. Ja, aber sowas von. Hier, die Quallenfelder, stimmt. Hier, erforsche die Höhle. Hä? Haben wir eine Höhle übersehen? Ja, haben wir wohl. Sachen gibt's. Okay. Bikini Bottom. Fragezeichen. In SpongeBobs Schrank haben wir ärgere Thaddäus. Okay, zurück zum Spiel. Warte mal, hier, nimm das Taxi. Ja. Wir sind eh hier durch. Von daher. Wir ärgern Thaddäus. Dann bekommen wir einen goldenen Pfannenwender. Hä? Okay. Verschwinde endlich von hier. Wir haben die schon geärgert. Vielleicht so. Noch mehr. So, hier. Das ist Ärger, ne? Ja. Alles kaputt machen. Verschwinde endlich von... Okay. Oh, ja, eine Socke. Ja, das ist auch nicht schlecht. Verschwinde endlich. Ja. Okay. Hör auf, herumzuspringen. Verschwindest du endlich, wenn ich dir diesen goldenen Pfannenwender gebe? Ja, erstmal. Aber nicht für immer. Tada. Siehst du, Thaddäus? Ich wusste, dass du mir helfen würdest. Du bist der Beste. Küsschen, ja, Kuss auf die Nuss. Fass mich nicht an. Ach komm. Ja, du hast mich doch lieb, also SpongeBob, ne? In Wirklichkeit hat das SpongeBob ganz, ganz doll lieb. 20. Yippie! Das freut mich. Ja, dann gucken wir noch mal.
Nicht entdeckt. Klar, wir können ja noch nicht weiter. Obwohl, Augenblick. Hier gibt es 4 Socken. Und ganz viele Fragezeichen. Aha. Ah, okay, Augenblick. Klar, wenn wir ihm Socken geben, dann bekommen wir auch Pfannwender. Ja. Weil sonst... Tada. Wollte ich das? Eigentlich nicht, aber ist schon richtig so. Das wäre das nächste Level. Wir brauchen, wie viel war das? 4000? Oder wie? Irgendwie so, ne? Komm. Auch wenn ich schon dort war, aber macht ja nichts. Vielleicht habe ich was übersehen. Ah, okay, hier nicht. Okay, okay. Hier ist auch nichts mehr, ne? Nein. Noch weiter, noch höher? Nö. Okay. Möchtest du glänzende Objekte gegen einen goldenen Pfannenwender eintauschen? Ja, gib schon her. Das ist hochwertige Handwerkskunst. Beehre mich bald wieder. Juhu, yeah. Bravo, bravissima. What? Okay, mehr passiert hier auch nichts. Nee. Ja gut. Wow, SpongeBob, du hast ja welche gefunden. Nun sind sie wieder da, wo sie hingehören. Hier ist dein goldener Rückenkratzer. Wow. Pfannenwender. Ich kann kein Italienisch. Ach, schon wieder dasselbe. Er kann kein Italienisch. Nein, nein. Ja, das ist komisch, weil hier sollen trotzdem noch 4 Socken versteckt sein irgendwo. Aber wo? Okay. Ja, und es ist in dem Gebiet hier. Nicht in den anderen. Hier waren wir ja schon in seinem Zuhause. Sorry, ne, diese Folge wird wohl eher, wir suchen uns, ja, dusselig. Aber macht ja nichts, ne? Macht nichts. Hört auch dazu. Genau, hier war eine Socke. SpongeBobs Haus selber haben wir da alles eingesammelt. Ich schau mal kurz. So, ist hier irgendwo noch was versteckt?
Nein. Oh je. Oh, SpongeBob. Ui. Mit den großen blauen Augen. Ja, bang. Vielleicht irgendwo hier. Ach, wir können die Sender switchen. Echt jetzt? Cool. Die neuesten Nachrichten. Bikini Bottom wurde von einem Haufen randaliert. Ja, das hatten wir. Okay, schade. Vielleicht sollte ich ein wenig auf dem Bett herumspringen. Ah, das hast du schon getan. Hier bewahre ich alle meine alten Comics auf. Ja. Ja, und hier habe ich ja auch schon direkt alles gesammelt, ganz am Anfang. Ja. Okay. Ich hab keine Ahnung, wo hier noch irgendwo Socken sein sollen. Wirklich nicht. Okay. Ja. Dann machen wir hier erstmal ein Päuschen, meine lieben SpongeBob-Fans. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Und dann geht's wirklich weiter in die, wie hieß das nochmal? Lagune? Die Gu-Lagune, genau, da geht's dann hin. Okay, also, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.